Moin Moin zum Teil einer neuen Runde Transportfieber. In dieser Runde nehmen wir unser Linienbetrieb, aber was ich mir gerade überlegt habe und was wir eigentlich vergessen haben, wir wollten ja eigentlich nicht 1, 2, 3, 4 machen, wir wollten ja eigentlich 1, 2, 3, 1, 2, 3 machen. Na, wisst ihr, was ich meine? Und deswegen wären wir nochmal ganz fix hier. Wo ist denn der Bahnhof hier überhaupt? Da, ach ja, das war der, der. rumgehen, daran und zwei linke. Tja, na, ist am blödesten. Wir gehen hier rum. Der steht ja schon mittendrin hier, ne? Also, guck mal. Ach, jetzt ist gerade leck. Guck mal, was die. Jetzt speichert er, eben war leck, jetzt speichert er. Guck mal, was die hier gemacht haben. Wie dicht die an das Ding da dran gebaut haben. Ja. Was ist das überhaupt hier für eine Verbauung? Was ist denn das hier überhaupt? Ach, das ist der. Hier. Direkt da dran will noch Schallschutzwände bauen. Da gehen wir hier rum. Ja. Hat der hier Durchfahrgleise? Weil ich das gerade sehe mit diesen 6 Stück. B-Side Connection, Hochgeschwindigkeit. Zeig mir mal die Terminals bitte. Der hat nur 3. Ja, genau. Jetzt muss man nämlich mal aufpassen hier. Das ist dieser Bahnhof. Wir können nur hier dran. Okay. Gehen aber, damit das nach was aussieht, natürlich mit den zwei da raus. Aber die können dann nur da rein. Okay, dann gehen wir mal hier rum. Lass mal gucken, was er macht. Immer erstmal gucken, was er macht. Wahrscheinlich alles hier unterirdisch machen. Wo ist eigentlich der Bahnhof? Da hinten. Ja. Erstmal macht er gar nichts. Wo will er einen Tunnel machen? Überall. Bau nicht möglich. Das sagt er sowieso immer. Da müssen wir nicht mal schauen, ab wann der nicht möglich ist. Hier geht er nämlich noch. Hier geht er noch. Das will ich nicht. Modern. Nee, machen wir den. Hier geht er noch. Und dann müssen wir hier ein bisschen zielen. Wir haben eh keine schnelleren Normalzüge außer ICE da. Warum macht er jetzt hier nur noch 170? Wo er doch mit 200 schlag mich tot da rauskommt. 220. Aha. Ja, das können wir so lassen. Dann gehen wir hier. Oh. Aha. Die Straße ist es. Du musst mal kurz warten. Ja, ja. Du kommst gleich. Ich muss nämlich mal hier mit ein paar Gleisen raus, Kollege. Dann darfst du auch wieder. Ist hoch, ne? Kann es sein? Ja, das ist das Problem. Die Straße ist hoch. Funktioniert aber. Hör auf zu maulen da oben. Geht. Alles klar, das ist das linke Gleis, ne? Das ist das linke Gleis. Das ist das linke Gleis. Ja, linke Gleis. Ja, okay. Dann ran hier bitte. Auch nicht möglich. Was ist da? Untergrund für Testge. Ja, weil man schließt keine Straße an eine Schiene an. Dann jetzt los. Was denn jetzt los? Hier ist das hier wieder so ein. Seht ihr das mal? Hier, seht ihr das? Oh. Das wollten wir jetzt nicht, ne? Hätte eine Vollbremsung gemacht. So, komm mal her. Tunnel, Tunnel, Tunnel. Ja gut, anders geht's hier aber nicht. Das ist halt wirklich schon heftig, ne?
Das ist heftig, das bauen wir auch so. Und dann gehen wir hier ran. Ja, das funktioniert so. Komm da rum. Hier ran, wo ist jetzt das Gleis? Da ist es. Hier müssen wir eine Schiene hinmachen. Eine Schiene. Eine Weiche, weil der muss darüber. Hier. Der muss darüber. So. Ja. Der muss darüber, weil das eine ist ja kein richtiges Terminal. Das ist ja, wenn man so will, nur so ein Durchfahrding. Ja. Oh. Hier sollte das aber eigentlich funktionieren. Da gucken wir mal, in welchem Gleis die hier, wie wir das machen, in welchem Gleis die in... Das war Filmer, ne? Das war Filmer in die Burgwalde. Ja, Entschuldigung. So. Da ist Filmer. Diese Linie haben wir ja schon, ne? Das ist die gelbe, genau. Da machen wir jetzt Dusenbrücken. Dusenbrücken. Nach. Dingensbummens. Burgwalde. Nach. Da. So. Das ist der Regionalexpress. Das ist der RE. Dusenbrücken. Eickstedt. Eickstedt. Habe ich vorhin Stadt geschrieben. Ich brauche aber die gelbe Linie nochmal. Das. Warum? Weil, der ist ja schon abgeschlossen. Der grüne, okay, das passt. Eickstedt können wir abschließen. Also noch nicht ganz, weil... Signal. So. Dann gehen wir hier runter, alles klar. Hier fährt er durch. Das Kerlchen, das passt ja. Ne, passt. Da haben wir auch Signale. Rum, 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 rum. So, was haben wir denn hier? Ich muss mir das auch nochmal anzeigen lassen. Ist der Kackbraun. Ist der da? Ja. Die teilen sich das jetzt, was ich eigentlich nicht will. Das machen wir jetzt wie? Dieser Bahnhof hat ja hier diese komischen Leerlast-Terminals. Der ist jetzt hier Dusenbrücken 2. Dusenbrücken 2. Das wollen wir nicht. Der muss eigentlich in die 1. Da kommt er jetzt nicht hin. Müssen wir da jetzt anschließen. Der muss jetzt hier in die 1. Und das ist dieses Gleis. Ja. Das ist dieses Gleis. Und da muss der eigentlich ganz rüber. Warte mal. Raus hier und anschließen und naja, so ist das garantiert nicht gut. Da muss er ja hier kurz Spitzkehre machen. Da muss man hier machen, da kommt er schon rüber. Und hier machen. Und dann geht das. Und dann geht das. Und dann müssen wir jetzt noch ein paar Signale setzen. Weil du musst nämlich hier nochmal warten. Und falls da mal was kommt, musst du hier auch warten. Aber es ist ja nicht. Jetzt haben wir es aber.
Und jetzt müssen wir Depotsuche machen, weil wir könnten ja jetzt natürlich da hinten, in unserem Lieblingsdepot, da hinten Züge kaufen. Das geht aber mit einer Strecke nicht, und zwar ist es die zweite, es ist die gelbe, weil es ist, der muss ankommen. Die gelbe fängt an in Vilma. Also der kommt ja von da und kann da nicht hin, weil wie wir ja gelernt haben, die Züge sind zu doof, um zum Beispiel hier reinzufahren. Und der kommt jetzt da an, und zwar auf dem rechten Gleis, also von hier aus das linke. Kommt hier an. Kommt da sowieso nicht rüber. Kann aber weiterfahren oder nicht? Kann nicht. Das heißt, das würde überhaupt nicht funktionieren. Ja, okay, wir können ja mal für diese... Wie sieht's eigentlich mit... Moment mal, hat Dusenbrücken ein Depot? Dusenbrücken, hast du ein Depot? Hat kein Zugdepot. Wo hat denn Dusenbrücken den Zug herbekommen? Von hier. Lichtenhain bei Gräfenthal hat ein Depot. Der könnte über diese Linie fahren. Und das zweite Gleis, wo hört denn das auf? Das macht eine Kreuzung hier in dem Tunnel. Gräfenthal könnte aber das Grüne nehmen. Ja, warte mal, ja, ich... Schick mir mal, das testen wir jetzt. Wir gucken jetzt mal, was wir denn da kaufen. Und zwar... Lokomotiven, ja, elektrisch. Was bist du eigentlich? Oh, Dutch. Okay. Ja. Die ist zu schade. Das ist ja eigentlich eher mehr Regionalexpress hier. Lass mal gucken, was wir hier alles haben. Red Bull. Das ist die Europa-Lok. Sieht aber ordentlich. Brauchen wir hier eigentlich am Anfang aber überhaupt nicht. Was ist denn das? Das ist eine neue? Deutsche Bahn, RB Logistik. Sehr gut, Logistik. Was ist das denn? 200 Sachen, die brauchen wir da überhaupt nicht. Die müssten uns ja mit 3,3 Millionen. Was ist denn das? Deutsche Reichsbahn Transportfieber. 120 ist mir so langsam. 120 ist Mist. 25 Jahre Wiedervereinigung. Viel zu teuer. Das geht ja überhaupt nicht. Das ist ja hier immer noch Personendings. So viele Amis da. Die haben wir auch schon, und zwar mehrmals. Die V200. Meiner Meinung nach zu langsam. Na, warte, 140. 120 die sogar nur. 153. Von Engländern. Was fährst du eigentlich? Nun wäre es bitte ich meine die. Ja, was fährst denn du? Passagier oder nicht? Green. Wir nehmen halt die, die haben wir noch nicht. Achso, wir sollten auch Waggons kaufen. Passagiere. Was setzen wir denn da mal hin? Das ist ja am Anfang noch nicht so. War da nicht mal was, was man... was passt denn jetzt eigentlich zu dem Giftgrün? 153 fährt die. 153, was ist denn das hier eigentlich? 200, aber nur 22. Finde ich ein bisschen heftig. Auch 200. Das ist eigentlich, da ist ein bisschen grün drin.
140 bremst, den ganzen Sachen. Den haben wir schon mehrmals. Die haben wir auch. Du? 140. Ja, irgend so ein Fake-Ding. Das ist immer so ein Ding, das ist immer so eine Sache. Den haben wir auch schon. Das grüne Ding jetzt da davor. Eigentlich das hier, ne? Also sowas hier. Sind aber lang. Und 300.000 ist natürlich auch eine Ansage, ne? 22. Also eigentlich 100 würde ich sagen, also 5 Stück davon. 1,5 Millionen. Ja. 2,89. Franzos. Gibt kein erste Glas bei mir. Wir machen jetzt ihn. 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir noch nicht. Da kaufen wir erstmal 2. Das Ding schicken wir jetzt auf Regionalexpress Dusenbrücken Eickstedt. Regionalexpress sind normalerweise nicht solche Waggons, ich weiß. Wir können jetzt ständig einen und dieselben Dusenbrücken Eickstedt. Das müsste jetzt funktionieren. Richtig? Verfolgen wir jetzt mal. Huch. Geh weg. Ja, komm mal her, du. Da ist er. Schepper, Schepper. Größeres Schild ging nicht, ne? Wir gucken uns erstmal hier Beschleunigung und so ein Kram jetzt an. Der muss jetzt eh herausquälen. Jetzt blockiert er dann erstmal die anderen Züge alle. Mach das mal weg. Das sollte aber funktionieren jetzt. Hey, was ist denn jetzt los? Der zieht aber. Hier fährt er durch. Das ist ja hier. Wo sind wir hier eigentlich? Ja, Lichtenhain bei irgendwas. Die Strecke kennen wir ja noch. Da kommt dein Kollege. Den tust du jetzt blockieren. Der fährt nämlich gleich auf deinem Gleis zurück. Müsst ihr mal warten, ne? Das gibt jetzt eine Blockiererei. Gibt wieder ein Verlustgeschäft diesen Monat. Nur weil ich Depots spare. Wo sein Geschäft wurde. Da ist er. Nee. Ach, das ist hier unser. Ja, ja, guck mal. Komm mal her, du. Diese. Die Dinger, die machen richtig Kohle, ne? Die machen richtig Kohle. Wo ist eigentlich der zweite? Habe ich noch einen zweiten gekauft? Bist du noch da drin? Ach, du wartest noch auf schöner Wetter, ne? Apropos warten auf schöner Wetter. Wie wenn wir hier überhaupt keine Signale haben. Warten. Wenn man wenigstens schon mal sieht. Er wartet auf den da. Wenn der weg ist, fährt der. Die anderen beiden sind ja schon weit vorher. Er fährt 152. Ich meine, der dürfte ihn nicht mehr jetzt blockieren. Wo ist er überhaupt? Da ist er. Es ist das 153 ist das Maximale, was die Lok macht. Schäfer, Schäfer. Dass das hier ging, ne? Das geht nämlich unheimlich. Haben wir ja schon vor vielen Folgen gebaut. Das Ding geht nämlich unheimlich steil hoch. Wir sind weit vor dem, der dürfte eigentlich nicht gebremst werden. Und hier ist jetzt Dusenbrücken. Das ist der erste Stopp. Der müsste ja jetzt, wenn ich mich ja nicht alles täuscht, da reinkommen. Der bremst sogar schon. Weil da eine Weiche drin ist. Ich hab nur nicht nachgeguckt, da. Seht ihr? Und dann passt das. Dich brauchen wir nicht. Wer wartet hier eigentlich alles schon? Nur noch einer. Geht schon los.
So, dann fahr du mal. Und hier, wenn wir schon mal da sind, die Stadt ist ja auch ein bisschen gewachsen. Ja, sieht aber noch okay aus. So, der hat sein Ziel erreicht. Wenn ich jetzt hinten in dem Depot auch welche kaufe, dann kommen die ja hier an. Der fährt ja jetzt nur. Nee, nee, der fährt so, der fährt bis nach Eichstätt. Wie war denn das mit dem Depot? Oh Gott. Man will mal eins hinstellen. Ein kurzes vielleicht. Warte mal. Und wir gehen hier und gehen dann mit den Gleisen da raus. Ja, das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann. Ciao, ciao.